Guten Morgen! Und wenn du der Meinung bist, Recht zu haben mit dem, was du denkst, egal was es ist, dann solltest du dieses Video besonders genau verfolgen. Denn du hast nicht Recht. Du bist krank. Aber bevor wir zu dem Thema des heutigen Tages kommen, möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass die Mission Vegan 5 wieder ein Level weitergekommen ist. Wer das noch nicht kennt, also Mission Vegan 5, das ist die Idee, das größte vegane interaktive Kochbuch der Welt zu schaffen, indem man aus 5 Zutaten eine vegane Mahlzeit kreiert. Dann übergibt man das an den nächsten Teilnehmer und der kann eine Zutat austauschen und muss dann aus den 5 Zutaten wieder ein neues Gericht kreieren. Und so geht das dann quasi immer weiter bei den ganzen Menschen, die daran teilnehmen. Wir sind jetzt auf Level 13 angekommen. Die Pia und ihr Kanal Denkanstoß 2.0, den ihr hier findet, hat mal eine ganz interessante Zutat hinzugefügt, und zwar den Löwenzahn und einen Paprika-Zucchini-Salat mit Möhrenpüree gemacht. Das Rezept findet ihr hier und schaut mal vorbei und lasst euch inspirieren. Nächste Woche ist dann Vegan Feeling am Start und wird hoffentlich dann auch Level 14 erreichen. So. Also wir haben festgestellt, viele Menschen leiden an der schlimmsten Krankheit, die ein Mensch haben kann, wenn es um einen klaren Verstand und ein tiefes Bewusstsein geht, das Bedürfnis, Recht zu haben. Dieses ist klar davon abzugrenzen, die Wahrheit zu sehen und auch wiederzugeben. Wenn ich sage, der Stein fällt, wenn ich ihn loslasse auf dem Boden, dann ist das die Wahrheit. Wenn ich aber in einem Gespräch mit einem anderen Menschen die sage, er glaubt mir nicht, und ich dann emotional berührt bin und sage dann sowas wie, warum glaubst du mir nicht, ich habe Recht, dann leiden wir tatsächlich unter der Geisteskrankheit des Recht haben Wollens, die unabhängig davon ist, ob hinter dem Recht haben Wollen die Wahrheit steht oder nicht. Denn die Wahrheit, die braucht keinen Mutigen, der sie ausspricht. Das ist im Übrigen ein Zitat der Bild-Zeitung. Analog ist auch der geistige Horizont dieser Aussage sehr, sehr begrenzt. Denn dem Stein, dem ist egal, ob er fällt oder nicht, er fällt oder eben nicht. Die Wahrheit ist da und die Wahrheit wird immer existieren und unabhängig davon, was der Mensch darüber denkt. Den Menschen ist aber wichtig, dass er im Recht ist. Und dabei ist es egal, ob er die Wahrheit trifft oder nicht, sondern nur daran, dass er glaubt, die Wahrheit zu repräsentieren. Warum ist es eigentlich so wichtig für den Menschen und warum werden sogar Kriege geführt der gerechten Sache wegen? Weil Menschen sich mit dem Recht identifizieren. Sie können sich abgrenzen gegenüber anderen Personen oder auch gewissen Situationen. Das ist nicht rechtens. Und schon fühlt man sich bestätigt, dass man selber im Recht ist und klar positioniert und weiß, man hat die ultimative Wahrheit, wie die Situation eigentlich auszusehen hat. Da es häufig so ist oder fast immer, dass eben nicht wie bei dem Stein eine Wahrheit klar zu erkennen ist, führt das dann dazu, dass dieses Recht haben wollen zu einer verstärkten Identifikation mit einer künstlich generierten Vorstellung des Denkens assoziiert wird, und zwar des eigenen Denkens, und dann wird eine Idee, eine Vorstellung über etwas personalisiert und mit sich selber verbunden. In unserem Beispiel mit dem Stein ist es eben nicht mehr so, dass wir einen Stein gesehen haben, wie er nach unten fällt und dieses berichten, sondern wir sind die Idee des fallenden Steines. Und wenn jemand diese Idee anzweifelt, weil er es noch nicht selber gesehen hat oder weil er von irgendwo herkommt, wo es keine Schwerkraft gibt, dann zweifelt er uns an. Uns, nicht die Idee, weil wir uns damit verbunden. Also nicht die Wahrheit, um die es geht, sondern unsere Persönlichkeit. Zumindest in unseren Augen denken wir das. Bei dem Stein mögen wir vielleicht, weil wir uns der Wahrheit so sicher sind, auch souverän verhalten können. Aber was ist, wenn jemand kommt und Glaubenssätze in Frage stellt, die tatsächlich noch nicht im allgemeinen Konsens zu einer einheitlichen Aussage geführt haben. Schaut Euch die Menschen an. Schaut die Kommentare auf YouTube an. Da geht es selten darum, dass Menschen ihre Wahrheit, die sie erfahren, schreiben und andere schreiben ihre Wahrheit und dann sagt man, aha, interessant, und man hat ein neues Bild der Realität. Nein, da kommen die Menschen und sagen, nee, also das stimmt nicht, also das ist nicht so und ich habe Recht. Ne? Und, vielleicht nicht ganz so platt, aber letztlich ist es genau so.
Und wenn der andere dann nicht einsieht und einlenkt, dann steigen Emotionen auf und man füttert das eigene Ego und beziehungsweise fühlt das eigene Ego herabgesetzt. Auch wenn das gar nichts mit der Diskussion zu tun hat, also die eigene Persönlichkeit, sondern es um irgendein Thema geht, worüber man diskutiert. Schaut Euch um. Die Menschen verbinden sich künstlich mit der Idee, Recht zu haben und können in Diskussionen gar nicht mehr zwischen der Sache und sich selber unterscheiden. Und dann kommt noch ein wichtiger Punkt hinzu. Ich weiß nicht, wie es Euch geht, aber ich war mindestens in meinem Leben schon einmal so fest von einer Sache überzeugt, Recht zu haben, wo sich dann herausgestellt hat, dass ich eben nicht Recht gehabt habe. Und bereits eine solche Situation sollte einem klaren Menschenverstand ausreichen, anzuerkennen, dass man nicht allwissend ist. Natürlich, viele Menschen werden jetzt zustimmen und sagen, ja, na klar, wir sind nicht allwissend. Aber bei diesem einen Punkt, den wir jetzt gerade besprechen, also da ist es so und da ist es doch deutlich und dass ich im Recht bin und dann werden wieder Argumente ins Feld geführt und so weiter. Ne? Ihr kennt das. Ja, wir sind nicht allwissend, aber in dem einen Punkt, da, das weiß ich. Die Menschen betrügen sich selbst und realisieren nicht, dass umso mehr man Recht haben möchte, umso mehr man zu wissen glaubt, desto weniger weiß man wirklich und vor allem umso weniger ist man wirklich. Sondern man verbindet sich mit einer Idee, mit Gedanken, mit Ideologien und verliert sich in ihnen selbst, man wird zu ihm. Wie kann man sich selbst spüren, wenn man sich ständig verliert? Ich weiß, dass ich nichts weiß, das ist ein Ausspruch, der viele Menschen zur Raserei bringt, weil es im Endeffekt das Ende ihrer Ideologien sind und damit das Ende ihrer selbst, zumindest in ihrem Denken. Die Menschen, die diesen Schritt aber tatsächlich gehen und wirklich die natürliche Demut vor der eigenen Begrenztheit an den Tag legen, die Menschen, die finden zu sich selbst. Weil die Menschen die Wahrheit vom Recht haben wollen unterscheiden können. Sobald das Ego eine dominante Rolle spielt, sobald man sich in irgendeiner Form verbunden fühlt mit einer Aussage oder mit einem Zusammenhang, ist man eine unbewusste Marionette des eigenen Denkens. Ich kenne so wenige Menschen, die wirklich in sich ruhen und eine endlose Zufriedenheit ausstrahlen. Aber das sind allesamt Menschen, die ihre eigene Fehlbarkeit akzeptieren und die niemals, nicht einmal behaupten würden, sie wären im Recht, sondern die ihre Eindrücke schildern, ihre Erfahrungen und das, was sie daraus für sich ableiten. Die aber immer ins Kalkül ziehen, dass dies nicht der Wahrheit entspricht. Egal wie offensichtlich es für die Menschen ist. Dieser Verlust der eigenen Persönlichkeit zugunsten der Identifikation mit Ideen ist die größte Krankheit der Menschen. Denn sie führt zu Krieg und damit zu Hunger und zu Leid. Wenn wir nun endlich mal, und damit meine ich wirklich jeden von Euch, inklusive mir selber, täglich daran arbeiten würden, zu erkennen, wie begrenzt und wie einfältig wir sind, dann haben wir eine Chance auf Frieden. Denn Menschen können sehr wohl in Frieden leben. Ideologien nicht. In diesem Sinne wünsche ich Euch einen angenehmen und vor allem bewussten Sonntag und den Mut, Euch selber kritisch zu hinterfragen, ob ihr wirklich bereit seid, Euch selbst zu spüren und Euch selbst zu erfahren oder ob ihr einfach nur Recht haben wollt. Macht's gut, Euer Christian.